Hören! Ist Hagrid vielleicht stark genug, um die selberen Sachen kaputt zu machen? Das wäre auch eine Möglichkeit. So, ziehen wir erstmal da hinten drauf, dort hinten drauf. Oh, da oben schon wieder ganz viele tolle Sachen. Will ich haben, will ich haben, will ich haben. Irgendwie muss ich da rankommen. Nur wie? Ha. Eventuell, indem ich mir hier einen schönen Gang nach oben baue? Aber komme ich doch nie im Leben so hoch, oder? Komme ich so hoch? Ne. Komme ich bei weitem nicht. Bei weitem nicht. So, erstmal jetzt ausprobieren, ob Hagrid hier drauf schießen kann. Ja, drauf schießen kann er, aber bringt tut es nix. Also nehmen wir Schnuffelpuffel und graben wieder ein bisschen. Nur ich denke, damit ist auch das Rätsels Lösung da, wie ich da oben an die Steine rankommen soll. Ja. Perfekt. Alle gesammelt. Boah, guckt euch das an, wie das instant mal ein bisschen sehr gut voller geworden ist. Hält das? Ja, hält. Wunderbar. Nein? Komm, Hermine, ich halte viel auf dich. Naja, fast. Ja, perfekt. Wunderbar. So sollte das doch direkt von Anfang an laufen. Alles zerstören. Aua, 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 aua. Da hinten sind bösartige Pflanzen mal wieder. Und das da sieht aus wie ein Ei. Dieser Stein. Oder was das sein soll. Das sieht aus wie ein Ei. Oder irgendwas ähnliches, vergleichbares. Tolles. Ja, und was mit Harry ist, interessiert ihm gerade keinen. Weil, ist ja nur Harry. Kann ich da vielleicht drauf schießen? Ja, aber bringt auch wieder nichts. So, Schnuffelpuffel, ich denke mal, du kannst am höchsten und am weitesten springen. Nein, du kannst aber nicht so hoch springen. Verdammt. Ha, aber hier kann ich graben. Ja, da links haben wir ja schon alles soweit abgesucht. Okay. Ich habe unabsichtlich den Stöpsel rausgezogen. Und ja, ich tue mir natürlich jetzt leid für alle, die jetzt hier so fischemäßig und so hier drinnen waren. Ja, ihr seid jetzt auf dem Trocknen. Würde ich mal spontan behaupten. So, was macht das Teil? Ah. Hier können wir mit Hagrid ziehen. Aber das wollen wir noch nicht. Nee. Denn hier gibt es ganz viel Essen, was bewegt werden will. Oder ganz viele Hühnerschenkel oder was auch immer das ist. Oder Fische. Sind das die Fische? Ich glaube, das sollen die Fische darstellen. Naja, sieht ein bisschen aus wie, ja, wie ein Hühnerschenkel halt. 4 von 6. 5 von 6. Und da ist Nummer 6 von 6. Und damit müssten wir eigentlich das zweite Teil kriegen von... Ja, das zweite Teil von dem Hogwarts-Schild. Oder von dem Hogwarts-Logo oder wie man auch immer dazu sagen will. Das kriege ich noch nicht kaputt. Weiß ich noch nicht, was ich für brauche. Silberne Sachen. Aber ich weiß, dass ich jetzt Hagrid auswählen muss. Damit wir hier ziehen können. Denn nur Hagrid ist stark genug dafür. Zieh, Hagrid, zieh! Aha. Ja. Sieh mal einer Schau. Schon können wir damit, schon können wir da drüber lang laufen. Ah, Moment, hier muss ich ja noch was erledigen. Haha, hätte ich fast vergessen, aber nö, liegt ja auf dem Rückweg. Und nochmal. Und nochmal. Irgendwann werde ich schon die richtige Kombination haben. Na, bringt nichts. Kann man anscheinend nur einmal vernünftig einsetzen. Schnuffelpuffel, lauf! Ha, kaputt gebissen. Kaputt gebissen. Nein, runtergefallen. Egal, dann bleibt er halt eben da unten. Der kommt eh gleich wieder hochgelaufen. Weil jetzt den ganzen Umweg nochmal machen, habe ich keine großartige Lust drauf. Wir müssen ja immer noch Harry retten. Sonst ist er gleich traurig, dass wir ihn alleine gelassen haben. Der liebe Harry. Und ein bisschen Potter. 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 Harry Potter. Harry Potter auf Sächsisch. Gibt es davon eigentlich eine sächsische Übersetzung? Wäre bestimmt lustig anzuhören.
Aribodor. Und der sächsische Kelch der Leidenschaft und Liebe oder keine Ahnung. Man müsste das auch noch ein bisschen umsetzen. Das wäre bestimmt eine coole Filmidee. Denke ich mal. Aber Hollywood macht sowas natürlich nicht. Hermine, wir brauchen dich wieder. Hier kannst du nämlich wieder Dreh-Action machen. Und fertig gedreht. Ja, wir sind auch gleich fertig mit Sammeln von Kleingeld. Das heißt, zumindest das kriege ich eventuell in diesem Level wieder hin. Ron? Mach Licht. Wunderbar. Mach nochmal Licht. Wunderbar. Hermine? Schieß drauf. Oder verjag ihn so mit deinem Aussehen. Das ist natürlich auch eine Möglichkeit. Es sieht so aus, als könnten wir da irgendwie einen Weg hochbauen. Und ja. Ich denke mal, das mache ich jetzt auch. Und er sagt, es werde ein Weg und es ward ein Weg, der uns bis zur Unendlichkeit und noch viel weiter führt. Nein, jetzt habe ich da oben wieder ein paar vergessen. Und warum das alles? Weil das hier, ja, halt eben so war. Na komm, gib mir den einen da oben noch dran. Den will ich haben. Ach, dann lass es halt hin. Ron, ich brauche dich jetzt da oben. Genau deswegen, weil du Licht machen kannst. Du bist ein ganz helles Bürschchen. Na komm, pack weg. Ah, so. Das geht natürlich auch so. Und wir sind leider im letzten Bereich. Ah, verdammt. Ganz wenig hat gefehlt. Ganz, ganz wenig. Und Harry hat natürlich jetzt die ganze Zeit gebannt darauf gewartet, was wir hier machen. Oh, seine Narbe tut weh. Ein Minotaurus. Mit einer coolen Frisur. Und er steht anscheinend auf das Einhorn. Willst du Ärger oder was? Wer bist du überhaupt, ne? Wacken ist vorbei, du Nase, du. Ha! Wieder ein Level erfolgreich beendet, Leute. Mein Gott, ey. Ich habe heute voll den Run. Ey, voll den Run habe ich. Level abgeschlossen. Freispiel freigeschaltet. Wir haben Fang. Schnutzi-Wutzi, wie ich ihn ja so gerne nenne. Wir haben mal wieder nur zwei Teile vom Hogwarts-Wappen. Ich werde das auch irgendwann hinbekommen, da alle Teile mal zu sammeln. Ja, wahrer Zauberer sind wir, glaube ich, nicht. 99%, 96. 400 oder so wahrscheinlich. Naja. Egal, wir haben wieder über 150.000 zusammen. Das heißt, wir können bald wieder shoppen gehen. Schüler in Gefahr! Wir haben einen gerettet und kriegen dafür einen goldenen Stein. Das heißt, wir haben jetzt 27 von 200 goldenen Steinen und können die Geschichte fortsetzen. Ah, ist das schön, das läuft, das läuft. Oh. Na, was macht er denn da? Besonders mit dem Skelett oder was das war? Ja, was macht man da natürlich als neugieriger Schüler? Na klar, man stalkt ein bisschen die Lehrer, denn, naja. Die Lehrer machen es ja, lassen es ja mit sich machen und, so wie es aussieht, waren wir hier in dem Bereich schon? Ich bin gerade total unschlüssig. Aber ich glaube nicht. Ich kann mich zumindest nicht daran erinnern, dass ich hier schon mal war. Ja, toll, dass du, das meiste Geld dahin schmeißt, wo ich nicht drankomme. Oder was schmeißt du da runter? Irgendwas ist runtergeflogen. Das heißt, wir können da unten dann irgendwas auch wieder machen. Können wir euch wieder so lange kaputt machen, bis ihr Silber werdet? Es sieht zumindest so aus. Werd Silber. Geh kaputt, Mensch. Danke. Auch wenn du mir ganz viel Geld gibst, aber du kostest mich auch gleichzeitig ein bisschen viel Zeit. Und Silber. Und da oben drauf auf das Schild kann ich leider nicht sehen, oder auf das Bild. Getroffen. Ha. Schmeißt ihr hier mir einen Apfel entgegen? Nein, das war kein Apfel, das war irgendwas anderes. Der Name fällt mir jetzt im Kanon nie ein. Er ist Werfer, deswegen müsste das ein... Ach, ist auch egal, es ist halt eben irgendwas Ballartiges gewesen.
was auch seinen eigenen Geist hat. Nee, das hat nicht seinen eigenen Geist. Aber was auf jeden Fall sehr schwer ist. Und wenn man das gegen das Gesicht kriegt, dann tut das bestimmt auch total weh. Bau mal bitte um. Wir brauchen die Leiter in eine andere Richtung. Danke. Und... sollen wir hier vielleicht den folgen? Ja, sollen wir. Ich war jetzt etwas unentschlossen, ob ich das wirklich machen soll. Aber okay, machen wir. Oh! Oh! Wir nähern uns dem Finale vom ersten Schuljahr. So viel kann ich ja schon mal sagen. Böser Lehrer. Ron, lass das, du machst ihn sauer.